Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Ark. Ich werde jetzt noch eine Folge alleine aufnehmen. Beim nächsten Mal wird dann wahrscheinlich Strecke oder Luis dabei sein. Und ja, wir werden heute mal versuchen, den hübschen Tech-Parasaurier zu zähmen, weil der einfach mega geil aussieht und weil es gerade eh das einzigste ist, was wir safe zähmen können. Das sind sogar zwei. Alter, wenn wir beide heute zähmen, das wäre abnormal krass. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Knüppel. Den haben wir zwar schon, aber der ist schon halb kaputt. Und eine Bowler. Habe ich gerade mal freigeschalten. Dann holen wir uns kurz die Sachen hier. Erstmal Holz. Und Stroh. Perfekt. Also, Bowler wird hergestellt. Machen wir uns direkt mal zwei für Sicherheit. Und dann noch einen Knüppel. Also, wenn wir beide zähmen, das wäre echt heute mega geil. Ah, ich würde mich schon freuen, wenn wir eins schaffen. Alleine ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben keine Betäubungspfeile oder so. Naja. Mal gucken. Ich nehme direkt den Knüppel aber auch ins Inventar, bevor was schief geht. Das Blöde ist, da unten könnten natürlich jetzt auch böse Dinos sein. Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt erstmal übers Meer kommen. Das wird die erste Herausforderung. Vor allem übers Meer ist nur ein Fluss, Nico, aber. Ja, Bruder muss los. Kennt ihr noch die Steine hier? Wo ich Luis in der ersten Folge gesagt habe, er soll rüberkommen. Und dann ist er da hinten gerannt mit dem Raptor. Das wirst du jetzt nicht tun, oder? Du wirst vom Raptor verfolgt. Ist dein Ernst? Luis! Schwimm rüber! Schwimm rüber, Luis! Junge! Was ist das? Keine Ausdauer mehr. Das war witzig. Der Raptor ist hier auch noch irgendwo, glaube ich. Scheiße. Okay, wir haben jetzt einen, der ist so mehr blau. Der andere ist halt eher so irgendwie, keine Ahnung. Ich will beide haben. Der eine wird natürlich wegrennen. Aber dann holen wir uns erstmal den hier. Und ich hoffe, es wird jetzt alles gut gehen. Level 18, das ist gut möglich zu packen. Komm her. Bitte fall, bitte fall, komm schon. Okay, er ist down. Nice. Ich hoffe nur jetzt, dass jetzt nicht irgendwie. Ich habe keine Bären dabei. Okay, ich könnte kurz welche farmen mit ihm. Komm schon, komm schon. Okay. 11 Mito-Bären haben wir jetzt satt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich kann ja gleich noch ein paar mehr farmen. Ich tue jetzt erstmal was in ihn rein. Und dann können wir mal schauen, ob wir den zweiten direkt auch noch holen können. Bären direkt. Nice. Narko-Bär nehme ich mir auch mal für den Fall. Wir haben ihm ganz schön Leben auch abgezogen. Tut mir leid. War nicht beabsichtigt. So. 99% Effektivität, aber die geht ja irgendwie automatisch runter. Ist ein bisschen komisch, aber naja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Knüppel reichen. Ja, der Typ ist ganz weit weggelaufen, der eine. Und der könnte da auch zum Raptor hingelaufen sein, wenn wir Pech haben. Ich glaube, ich bin erstmal zufrieden, wenn wir den sicher nach Hause bringen. Wenn Luis und ich damit so mit zwei Tech-Parasauriern rumreiten, das wäre schon geil. Würde ich echt mega feiern. So, ihm geben wir mal nochmal Nahkampfschaden, damit er uns gut schützen kann. Welches Level ist dieser Vetter Harald eigentlich? Level 5, okay. Den könnten wir schon fast töten eigentlich. Kannst du da mal bitte runtergehen? Also, nein. Nein, jetzt wirklich. Geh. Tschüss. Das sah jetzt auch ein bisschen komisch aus. Geh einfach. Du sollst gehen. Ich hau dir da einen rüber, ey. Geh, los, hopp. Ja, was jetzt? Geh jetzt. Tschüss. Mensch, also manche Leute gibt's. So, da haben wir noch den anderen Tech-Parasaur. Es gibt ja auch. Es gibt noch Tech-Stegos. Es gibt. Okay, ganz kurz muss ich überlegen. Es gibt Tech-Stegos und Tech-Parasaurier. Die sind nicht selten. Junge, Alter, gehst du da jetzt mal weg? Ich bring dich gleich um. Dann gibt es noch Tech-Raptoren. Raptoren. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Die sind schon seltener. Dann gibt es Tech-T-Rexe. Die will ich unbedingt sehen. Und am allerseltensten ist, glaube ich, dann der Tech Quetzal.
allein Quetzal zu finden ist ja schon schwer und dann auch noch Tech, das ist irgendwie so das seltenste im Game irgendwie. Aber vielleicht schaffen wir es alle, 5 Arten zu zähmen. Parasaurier sieht man, ist nicht schwer, haben wir direkt 2 auf einen Streich. Und ja, mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal wieder was trinken gehen, weil, ja, man kennt's ja, das Trinken ist irgendwie auf der Welt ein bisschen ein dickes Problem. Ich glaube, da brauche ich auch ein bisschen mehr als nur einen Wasserschlauch, aber naja. So, er ist schon zur Hälfte fertig. Sehr gut, er ist dann Level 26, wenn er fertig ist. Hoffentlich, aus der Effektivität geht es noch mehr runter. Aber sieht gut aus. Den Triceratops will ich jetzt noch nicht zähmen, weil gerade mit dem Knüppel ist es eh unmöglich. Der zerfleischt mich. Der macht mich wahrscheinlich 2-Hit oder 3-Hit. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Da hinten ist auch noch der Alligator. Vor dem habe ich gerade am meisten Respekt. Aber auch vom Raptor habe ich echt Angst. Und da oben, man sieht schon, unser Haus, was wir letzte Folge gebaut haben oder angefangen haben, man sieht es. Toll. Freut mich. Mir ist heiß. Ja, das sind wir aber auch schon die ganze Zeit. Welches Level ist denn der? Level 60. Ach du Scheiße, ey. Da mache ich mir, glaube ich, sogar noch einen dritten Knüppel, weil ich glaube, das wird echt ein bisschen hart. Da mache ich auch noch eine zweite Bowler, weil... Ja, lauf am besten noch zu uns ein bisschen näher. Das wäre ganz gut. Immerhin denken sich die Bowler, das ist schon mal gut. Okay, mein Freund. Ziehen wir es durch. Wenn er sich befreit, ist halt blöd, weil ihn nochmal mit der Bowler einzufangen wird dann ein bisschen schwer. Schön auf die Rübe, ey. Mein Knüppel ist bald kaputt. Ah, die Bowler hält lange, ist gut. Kaputt. Nächster Knüppel. Er rennt. Verdammt. Nein, ich will nicht, dass jemand angreift. Ah, das war eine Super Bowler, Leute. Habt ihr die gesehen? Ja, ich verdurste. Ja, dann bin ich mal weg. Also, der versucht den Tech-Parasaurus-Thema gut. Der erste ist auch schon fertig, so wie es aussieht. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Hätte schon besser laufen können. Ah, wir haben schon mal einen Tech-Parasaurier. Wir brauchen jetzt nicht direkt 2. Den müssen wir natürlich erstmal umbenennen. Optionen. Namen ändern. Techo. Komm, du bist Techo, okay? Techo 1 und dann Techo 2. Naja. Also, Willi, Harald und Techo, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, damit wir zum Schluss nicht alles verlieren, falls wir irgendwie sterben. Der folgt mir noch gar nicht, oder? Komm mit. Welches Level ist die Schildkröte? Alter, wir töten jetzt, komm. 13 Schaden macht die, okay, die ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Die andere hat 8 gemacht. Aber du gehst bitte auf uns und nicht auf Techo, okay? Ich glaube, die geht einfach auf beide. Ah, sie ist tot. Sie war Level 5? What the fuck? Aber gut Leder gefarmt und gut Leben verloren, leider auch Techo. Egal, komm, jetzt gehen wir nach Hause. Gut, jetzt haben wir 2 Parasaurier. Einer ist Tech, der eine ist normal. Den machen wir auch gleich auch nochmal auf neutral. Wo sind Verhalten? Da unten. Neutral, perfekt. Dann haben wir schon mal einen Techwex, ja genau, wir haben Techwex gezähmt, ganz klar. Ne, Tech-Parasaurier ist gezähmt, schon mal Erfolg. Und der andere, der ist anscheinend jetzt ein bisschen weiter hinten. Naja, wir haben einen, also... Das... Ja, da frage ich, glaube gar nicht nach. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall einen Tech-Parasaurier gezähmt. Der gute Techo, habe ich jetzt schon 5. Mal gesagt. Und das heißt, wir können jetzt ein bisschen Holz farmen, damit wir das hier auch mal fertig bekommen. Wir brauchen ja noch 11 Wände. Ja, mal schauen, was wir noch in der Folge hinbekommen.
Nice, vier Wände. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Also, wir brauchen ja 12 Wände. Und wir haben jetzt schon 6, also die Hälfte haben wir schon. Ja, nice, das kriegen wir auf jeden Fall in der Folge noch hin. So, ich denke mal, 3 Wände können wir nochmal machen. Perfekt. Fehlen nur noch 3, also wir haben es gleich. Und Level Up haben wir auch noch. Nice. So, das könnte schon reichen. Kommen nochmal 3 Wände. Ehrenmann, Alter. Ehrenspiel. Nice. Leute, wir haben alle Wände jetzt, die wir brauchen. Das heißt, wir bräuchten jetzt nur noch Dächer. 9 Stück brauchen wir. Es könnten... Könnten wir eigentlich jetzt auch noch so schnell farmen, dann hätten wir das auch nochmal. Ja, 9 Dächer. Doch, komm, die holen wir noch schnell, die 9 Dächer. So, für wie viel kostet denn ein Dach? 60, okay, schon ein bisschen mehr. Aber dafür brauchen wir auch nicht 24 davon, sondern nur 9. Die nächsten 2 werden auch schon hergestellt, also es geht eigentlich ganz schnell. Wir haben es, glaube ich, eh gleich. 4 Dächer haben wir schon, ist ja schon eigentlich fast die Hälfte. Und das Level Up geben wir uns nochmal bei... Komm, ich gebe einmal Resistenz, vielleicht läuft es dann auch, weil Resistenz ist ja wichtig, damit wir nicht die ganze Zeit verdursten, weil uns zu warm oder zu kalt ist. Kann man sich mal gönnen. So, nächsten 2 Dächer fehlen dann nur noch 3. Eins, zwei, okay. Ein Dach müsste noch fehlen. Ja, dann haben wir 8 und da fehlt noch 1. Und wir haben schon wieder ein Level Up. Also, wenn man hier die ganze Zeit farmen geht, dann... Ich kann nicht reden. Dann kriegt man gut Level Ups. Ich habe auch das Level ein bisschen höher eingestellt, weil... Es ist sonst am Anfang echt nervig, dass man eigentlich nichts mehr macht, außer nur wartet, bis man irgendwie ein Level aufsteigt. Deswegen habe ich den ein bisschen hochgestellt, aber auch nicht mal mal 2, also mal 1,5 oder so. Also, ist echt nicht so hoch. So, das sollte jetzt eigentlich auch schon reichen für das letzte Dach. Und dann können wir sogar in der Folge noch unser Haus fertig bauen. Und dann haben wir eigentlich in der Folge richtig viel erreicht und können in der nächsten Folge wahrscheinlich mit Strecki irgendwas Verrückteres machen. Vielleicht sehen wir einen Giganotosaurus. Mal schauen. Oder wir besiegen nächste Folge schon die Brutmutter. Ich meine, wir haben mit 2 Parasaurier. Wir sind bereit. Wir sind bereit. So, mal wieder zurück. Hallo. Die stellen wir hier wieder ab. Und die Wände hast du, glaube ich, oder? Ihr habt 12 Stück. Wir werden jetzt erstmal überladen werden. Yep. Du hast auch nochmal ein Level Up. Kriegst du mal ein Gewicht einmal. Und ja, wir sind überladen. Dann gebe ich dir nochmal ganz kurz die Dächer. Die hole ich dann gleich nochmal. Perfekt. Alter, also ich muss sagen, mir gefällt der Ort wirklich sehr gut hier und das war's komplett. Ich kann's aufheben. Ich könnte es aufheben, wenn ich jetzt drankomme, bitte. Ja. Oh Gott. Ist es so geil, die haben irgendwann mal in einem Update was rausgebracht, dass man die Wände innerhalb von 30 Sekunden nochmal aufheben kann. Also beziehungsweise alle möglichen Sachen. Boah, ansonsten hätte ich mir jetzt wieder eine Wand farmen müssen, ey. Danke, Spiel. So, Wände haben wir fertig, jetzt fehlen noch die Dächer. Müsste der Willi hier noch haben. Metall haben wir auch schon mal ein bisschen was. Aber es bringt uns eigentlich noch nichts, bis wir noch keine Werkbank haben. Die schalten wir, glaube ich, irgendwie bei 23 oder so frei. So, jetzt hoffentlich die Dächer. Ich sehe halt nichts wegen dem Himmel. Aber man kann die Dächer auch irgendwie richtig blöd hin platzieren. Aber nee. Ja, da zum Beispiel, da wäre es jetzt fast komisch hingegangen.
So, jetzt hier noch in der Mitte. Und Leute, wir haben unser Haus erstmal vom Grundstück so. Grundstück, alles klar. Ja, wir haben unser Haus jetzt erstmal so fertig. Jetzt fehlt halt noch alles, was innen reinkommen muss. Aber das machen wir dann irgendwann anders, weil bisher haben wir noch keine wichtigen Sachen, die wir unbedingt brauchen. Das machen wir dann alles in den nächsten Folgen. Würde ich mal sagen, mit dieser Folge war es das. Wir haben Tech gezähmt. Wir haben unser Haus fertig gemacht. Jetzt kommt wieder eine übertrieben laute Musik. Nice. Und was wir in der nächsten Folge machen, ist unberechenbar. Seid auf jeden Fall morgen wieder dabei. Wenn es heißt Ark Survival Evolved, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Und ganz kurz hier. Ja, komm. Warte. Ja, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Und ciao.